Hallo und herzlich willkommen. So, nun eine Runde. Dust 514 ist mal wieder am Start. Das ist ein Free-to-Play-Spiel und ich habe mich vorher schon ein bisschen warm gespielt und was heißt warm gespielt? Eher warm gestorben habe ich mich. Und jetzt muss man hier warten. Ich habe jetzt hier Domination eingestellt, also sprich so eine Art Team-Deathmatch. Da muss man einen Punkt einnehmen. Und dann quasi den Punkt halten. Irgendwie so. So eine Art Team Deathmatch. Ihr wisst schon, was ich meine. So in der Art auf jeden Fall. Auf jeden Fall, jetzt geht's los. Ich habe mir gerade die Nachrichten da angeguckt, aber da wird man irgendwie nicht schlau draus. Aber mein Gott, egal. Man muss nicht immer alles kapieren. Scheißegal. Auf jeden Fall eine Runde Dust 514 Free-to-Play. Kostenlos im PlayStation Store zur Verfügung. Mehr oder weniger kostet, glaube ich, 10 Euro oder 0 Euro, je nachdem, wo man es runterladen tut. So, jetzt geht's gleich los und jetzt kann man hier irgendwo spawnen. Hauptspawnpunkt hier, 10 Sekunden, das machen wir mal da unten hier. Scheiße, ich habe die falsche Ausrüstung. Jetzt muss man mal hier Ausrüstung wechseln. Das da habe ich vorbereitet. Schauen wir mal, was es geht. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, jetzt sind wir hier. Jetzt schauen wir mal. Erobere 0 Kanonen um die feindliche MCC. Blablabla, jetzt holen wir mal hier ein Fahrzeug her. Schon Wunder, wenn es mal nicht akzeptiert hat. Da kommt jetzt ein Fahrzeug runter, da kann man Fahrzeug rufen mit der Steuerungstaste. Kann man Fahrzeug rufen und da kommt jetzt gleich eins. Wenn es keiner klaut von mir. So, da ist es. Super geiles Fahrzeug. Reinsteigen und ab geht's. Die wilde Luzi. Komm, fahr jetzt. Zack, zack. Jetzt gucken wir mal, dass wir zu A kommen. So ein bisschen auf jeden Fall in die Nähe davon. Oh, scheiße. Das war jetzt der Vorführeffekt. Da ist einer. Komm her. Nein, geht nicht. Nicht auf mich schießen. Konnte mir Farmer jetzt gnadenlos, wie es so. Ah, der spielt mit mir. Komm her. Put, 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 put. Ich fahre auch einen Scheißdreck zusammen. Das gibt's halt. Das sind jetzt zwei schon. Ah, nein. Jetzt aber schnell weg, sonst knallen sie mir weg. Jetzt muss man sich ein bisschen entfernen, sodass die ein bisschen abgelenkt sind. Und jetzt kommen wir nochmal. Ja, ich sag's doch. Der ist abgelenkt. Und jetzt. Au! Und ich verwisch so eine Kacke. Schnell wieder weg. Dass sie sich auf was anderes konzentrieren können. Und dann. Schauen wir noch mal her und mal gucken, ob wir einen verwischen. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da ist einer. Komm, den verwisch mal. Patsch! Jawohl, ich sag's doch. Und noch mal einer. Huhu, ba, nein. Oh, da sind ganz viele. Ja, ganz viele. Ah, Fottes. Heile, zack. Schnell weg, drei Stück. Knallt auf mich. Nein, 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 nein. Ah, ja, einen habe ich verwischt. Aber die haben die scheiß Panzersuits, die kotzen an. Oh, da ist ein fremdlicher Panther. Ah, weg. Die feindlichen Panzer sind immer scheiße, da muss man schnell, schnell weg. Sonst knallt die ja nieder. Hey, Kollege, komm, ich komm mit. Ich komme. Komm, jetzt gucken wir da nochmal rein. Da sind sie. Da ist... Nee, das war der Feind, der Freund. Scheiße. Mal gucken, ob da läuft noch einer. Da läuft noch einer. Da läuft noch einer. Komm her, komm her, komm her. Ah, Pfote, super. Oh oh. So wie es aussieht, wurde ich vom Panzer gesehen. Schnell weg hier. Ah, nein. Es war 360 Überschlag. Pfote, Scheißdreck. Ey, was war das jetzt? Mein schönes Fahrzeug. So, das sind so kleine Spawnpunkte von denen. Das können die Kollegen hinlegen. Da kann man da praktisch bei denen direkt spawnen. Und das machen wir jetzt auch. So.
Ab geht's. Die wilde Luzi. Irgendwie sieht es hier traurig aus. Hier ist gar nichts. Okay, gucken wir mal da vor zu A. Da oben sind sie. Mal gucken, ob wir den verwischen. Nein. Nicht zu weit entfernt. Das brauchen wir vielleicht ein Scharfschützengewehr oder sowas. Aber das habe ich noch nicht. Ah, Fotos. Komm, 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 Baby. Ja, 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 ja. Das sind ganz viele. Hätte ich nur ein Scharfschützengewehr. So eine Scheiße. Ich habe so ein Plasma-Gedöns-Gewehr. Ich weiß es nicht, wie das Gedöns-Scheiß-Waffe heißt. Weiß ich nicht. Ey, Alter. Da. Nein. Nein, dann komm ich halt mal. Ich hab ein Aim, ich schieß voll daneben. Und habe ich schon gesagt, dass das Spiel. Ah! Zwei Stück. Dass das Spiel total unfair ist. Die haben teilweise Waffen dabei, das ist echt brutal. Ah, scheiß Dreck, komm her. Ich treffe den teilweise, aber auch nicht. Oh, Fotos. Die haben halt Waffen und Ausrüstung ohne Ende. Ganz klar, wenn man da jetzt Geld investiert, also richtiges Geld, mir redet hier von Euro, dann kann man da sich dementsprechend der Ausrüstung zusammenbasteln. Aber das sehe ich irgendwie nicht ein, irgendwelches Geld auszugeben. Fast Scheißdreck. Die sind natürlich teilweise viel, viel, jawohl, den haben wir Kopfschuss, viel, viel besser ausgestattet wie ich. Die haben teilweise 1000 Panzerung und ich habe hier gerade mal popelige 230, müsst ihr euch mal vorstellen. Also gegen so einen anzutreten und dann hat er womöglich vielleicht noch ein, so eine Minigun dabei und dann kann man es eh voll vergessen. Also total unfair das Spiel, ganz ehrlich. Ich spiele lieber Battlefield 4 oder Call of Duty oder irgend sowas wie das hier. Aber ich habe mir jetzt mal vorgenommen, dass ich da mal ein paar Folgen zeige und euch das Spiel einfach ein bisschen näher bringe. Wie gesagt, das Spiel ist umsonst. Könnt ihr im PlayStation Store runterladen. Kostet 10 Euro oder dementsprechend 0 Euro im AT Store. Also im österreichischen Store oder Schweizer oder wie auch immer. Da kostet es 0 Euro. Da vorne sind sie. Aber meine Waffe ist so schlecht. Ja, ich sag's doch. Der rotzt zwei, dreimal auf mich drauf. Der hat jetzt eine Rüstung von 320. Ist echt kacke, muss man ganz ehrlich sagen. Ist zum Kotzen. Kotzt mir an das Spiel. Aber egal. Ich mach da jetzt ein paar Runden und ich zeige euch ein paar Runden. Ohne Kacke. Auch wenn wir die ganze Zeit auf den Sack kriegen. Jetzt werde ich schon wieder angeschossen. Wo ist der Sack? Wenn ich eine Rüstung habe von 1000, ist ja ganz klar, dass man da gegen so ein... Wow, war ein Raketenwurf oder was? Ja. Dass man da gegen so ein kleines Hänsel natürlich keine Chance hat. Jetzt kommt er da in die Luft, das fette Sau. Heile Zack. Komm, komm, komm. Jetzt. Ich sag's doch. Voll drauf loskrotzt und nix. Die haben alle viel bessere Waffen. Die ist zum Kotzen. Ist echt zum Kotzen. Zum Heulen ist das. Missionsziel A. Virus-Upload fehlgeschlagen. Und das Problem ist, wenn man stirbt, verliert man. Das ist eine Minigun, die ist geil. Die haut ordentlich rein. Und wenn da einer 1000. Gottes! Er wollte. Das war nur eine Unterstützung. Eine Railgun habe ich, da steht's. Eine Railgun ist es, aber eine Kack-Railgun, muss man ganz klar sagen. Die bringt gar nichts. Bloß ich kann nichts Besseres kaufen, weil ich kein Geld habe. Also in dem Fall kein Spielgeld dafür.
was ich sagen wollte, wenn man einmal stirbt, verliert man sein kompletter Kampfanzug, seine komplette Waffen, Ausrüstung, Granaten, was weiß ich. Alles, da ist ein Unsichtbarer irgendwo. Die haben natürlich auch Tarnfeld, wo sie hier rumgeiern. Die Schweine, echt. Wo sind sie? Wo, oder besser gesagt, wo ist der? Da. Scheiß Railgun da. Echt zum Kotzen. Aber mein Gott, es gibt halt gerade nichts Besseres. Ja, gut, ich habe eine Sturmsoldat-Waffe, aber die bringt auch nichts. Die hat noch weniger Bums wie die Waffe jetzt hier. Ist echt zum Heulen teilweise. Man stirbt in dem Spiel öfters, wie dass man Kills reißt. Also so Killstreaks oder sowas in dem Spiel kannst du voll vergessen. Außer einer gibt, jawohl, Killunterstützung. Außer einer gibt richtig, keine Ahnung, 50 Euro aus. Na, dann natürlich ein geiler Account. Aber man muss bedenken, wenn man stirbt, verliert man auch Waffen. Also sprich, die Waffen, wo man mit realem Geld gekauft hat, also sprich Euros, verliert man. Wenn man dementsprechend, keine Ahnung, 50 Mal gestorben ist oder so, dann muss man wieder nachkaufen. Mit Euros. Also ich find's kacke, aber dadurch verdienen die halt ihr Geld, muss man ganz klar sagen. Die hauen halt ein Free-to-Play-Spiel raus und natürlich umsonst und die ganze Zusatz, die ganze Waffenausrüstung, bla bla bla, damit verdienen die quasi Geld. Ist ganz klar, die wollen da auch zu was kommen. Aber irgendwie ist ja gar nichts. Wie kommen eigentlich die Kollegen da hoch? Ist auch so eine Frage. Schaden der feindlichen MCC 50%. Schilde der feindliche MCC 50%. Da sind wir bald am Schluss. Der rote Balken links. Wie ihr seht, wir sind die blauen Balken, also die kleinen Balken links in der Steuerung. Und die kleinen Balken rechts, die roten, das ist der Feind quasi. Und da die jetzt bald keine Balken mehr haben, ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ausgesprochen ist, aber scheißegal, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, wenn der rote Balken von dem Gegner weg ist, dann haben wir gewonnen. Und das ist jetzt bald der Fall. Der Dicke kommt wieder nicht über die Brüstung. Was ist das? Ah, okay, das ist Freund. Da wird angeschossen. Jetzt gucken wir mal dahinter noch. Mal gucken, was geht. Da oben ist einer. Der hat mich bestimmt auch gesehen. 100%. Jawohl. Der hat jetzt ein schwaches Schild gehabt und schwache Waffen. Das sieht man daran, wenn sie direkt... Boah, geil. Zwei Stück hintereinander. Das ist schon mal ein richtiger... Boah, jetzt habe ich einen richtigen Lauf. Haha. nicht wirklich. Kann man voll vergessen. Ist alles Glückssache gewesen. Das waren jetzt praktisch kleine Soldaten. Mit wenig Schild und Kackwaffen. Ganz klar. Also reiner Zufall jetzt praktisch, dass man da mal... zwei wegholen auf einmal. Ah, und ich habe wieder ein Aim, das ist zum Kotzen. Und da gibt es auch keine Zielhilfe, da muss man alles selber machen. Komm, aber ich sag's noch, nicht zum Kotzen. Ich zum Kotzen, zum Heulen, zum Plärren, zum was weiß ich, zum Kotzen, egal. Jetzt gucken wir mal, wo wir hinspawnen. Da unten sieht's gut aus, 3 Sekunden, 2, 1, 0... So, jetzt sind wir hier wieder in der Station, praktisch am Kontrollpunkt A wieder angelangt. Und jetzt gucken wir mal wieder vor, mit einer beschissenen Railgun. Auf, ich werde wieder angeschossen von unserem Sack. Schaden der feindlichen MCC kritisch, also sprich, jetzt ist auch gleich vorbei. Ist zum Kotzen. Ich habe voll drauf gehalten teilweise und der springt vor mir rum, als ob nichts wäre. Schlimm, echt schlimm, das Spiel. Da kriegt man Depressionen dabei. Nasenbluten, alles. Da war einer. Komm raus. Oh, vorbei.
Siegfeindliche MCC zerstört. Verrecke, Teufelswurkel. Das war's. Jetzt muss ich mal gucken, mein KD. Mein KD ist wahrscheinlich voll für den Arsch. Schlachtfeldbericht. 6 Kills, 6 Unterstützungen und 4 Tote. Au. Okay, gar nicht schlecht. Also sprich, ich bin noch im Plus-KD-Bereich. Also gut, liebe YouTube-Freunde, ich würde sagen, jetzt machen wir hier mal einen Cut. Mit einem 6:4 verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Einschalten. Euer KingLion83. Bis denn. Ciao, ciao. Run this town and now